So traurig hat man Horst Müller selten gesehen. Der ehemalige Lokomotivführer aus Cochem an der Mosel, gestern Abend, als er bei einer Krisensitzung erfuhr, die Lok ist nicht da, wo sie sein soll. Wenn man ja, sag mal, 30 Jahre lang an diesem Projekt da gearbeitet hat und auf einmal wird einem bewusst, das war alles umsonst, dann hat man schon, sagen wir mal, einen Tiefgang erlebt. Horst Müller war es ja gewesen, der im Landesarchiv von Speyer auf alte Akten gestoßen war, aus denen er den Lagepunkt einer vor 166 Jahren im Rhein bei Germersheim versunkenen Lokomotive rekonstruieren konnte. Und geophysikalische Messungen hatten ja ergeben. Jawohl, die Lok ist gefunden, doch die Bergungsfirma buddelte noch viel tiefer als angegeben und fand nichts. Das kann wohl nicht wahr sein. Also ich war 100% davon überzeugt, weil alle Punkte auch zusammen gefallen sind. Das war eine Übereinstimmung. Und dass das auf einmal nicht der Realität entspricht, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Es ist aber so. Was der Geophysiker Bernhard Forkmann auf dem Rhein gemessen und sogar in einem Buch als sicheren Fundort der Lok ausgemacht hatte, das stimmt einfach nicht. Meine persönliche Verantwortung an dem Misserfolg steht außer Zweifel. Und für mich steht auch außer Zweifel, dass ich um diese Aufklärung mich bemühen muss. Ich werde das nach besten Kräften tun. Wo die Schwachstelle genau liegt, kann ich beim besten Willen noch nicht erkennen. Weiteres Baggern macht keinen Sinn. Die vor 166 Jahren versunkene Lok wird also weiter irgendwo auf dem Rheingrund schlummern. Und ob Horst Müller und seine Mitstreiter nochmal die Kraft aufbringen, weiterzusuchen, ist fraglich. Also die Frage ist schwer zu beantworten. Das fällt einem erst im Laufe der Zeit ein, ob es noch Möglichkeiten überhaupt gibt oder nicht. Also im Moment ist die Lage also wirklich katastrophal, muss man sagen. Thank you.